Hallo liebe Freunde des künftigen Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Econzons Spiel Civilization 5. Byzanz hat die Ordnung eingeführt. Das heißt, wir sind echt weit hinten dran, was Ideologien und Sozialpolitiken angeht. In 4 Runden werden wir mit der Erkundung plus 3 Produktion an Küstenstapel kommen oder plus 1 Zufriedenheit. Ist die Frage. Wir brauchen beides. Aber Zufriedenheit ist, glaube ich, eine langfristig bessere Entscheidung. Denn wenn wir in den Krieg ziehen sollten, dann wird die Zufriedenheit elementar sein. Die Produktion bringt natürlich auch viel, gerade im Hinblick darauf, dass wir da wenig Produktion aktuell haben. Gegebenenfalls, ach, du bist auch schon fertig. Cool. Dann gibt es hier oben noch mehr Pferde abzuernten. Ja, das machen wir, wenn wir schon mal da sind. Und wir können auch Pferde verkaufen. Wir verkaufen Pferde an Darius. Entermart. 4 2 Stück. Vielleicht müssen wir noch 2 Artillerien. Gold pro Runde und Öl. Gold pro Runde statt 5. Lieber 8. Das nimmt er? Wir können 8 Gold pro Runde für diese. Für das hier. Nee, hat er nicht genommen. Sonst hätten wir noch mehr. Oder doch? Anscheinend. Dom. Du hast so viel Seide, junge Dame. Schon. Aber brauchen wir jetzt aktuell nicht. In 9 Runden ist es mit den Sozialpolitiken soweit. Dann können wir darüber glücklich werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir weiter nach Passacarte wollen mit unserer. Das alles plündern, das wär's, ne? Wie der abhängig von uns ist. Aber ist halt auch. Dann sind wir gegenseitig abhängig. Byzanz. Das war ja dieselbe Runde. Die Stadt könnten wir einnehmen. Hier durch Tarsus einnehmen. Samarinda. Mit 2 Schiffen ist das safe machbar. Nee. Du bekommst doch keine Edelsteine für Pferde. Wo kommen wir denn da hin? Aber dass Genghis kein Pferde braucht, ist wieder historisch akkurat, ne? Wahrscheinlich kann ich genug davon bekommen. Hat er selbst keine? Das ist natürlich böse. Aber sieht ganz so aus. Hier unten. 2. Oh, Weltkriegsinfanterie. Flugzeug stationiert. Uiuiui, da müssen wir. Ich weiß es nicht. Ganz andere Zeiten aufziehen. Fregatte bringt hier nicht viel. Eine Bibliothek finde ich gut. Unsere Spione haben was rausgefunden. Wird gleich angezeigt. Wenn niemand Luxusressourcen hat für die Diamanten, dann könntest du ja auch für 7 Gold verkaufen. Oder auf die Hand für 360. Das ist auch gut. Du hast Gold, aber wie? 2000. Hatte meine Edelsteine, aber der kann dann auch eine goldene Runde zahlen. Und gibt mir nicht mal 7 dafür. Na gut, aber er ist der Einzige, der sie will. Dido will sie noch. Nee, auch nicht. Die Bertha? Boah, wir haben sie dann irgendwie zu Geld zum Pferde. Das soll ein Witz sein. Dann nehmen wir noch die 6 Gold pro Runde, als dass wir gar nichts bekommen. Puh, Schütze. Ist nur ein Armutszeugnis für Ägypten, hier nicht noch mal hier ein bisschen aufzuräumen.
Wie bei Hempelson am Sofa sieht es da ja aus. Hier hinzukommen. Da bleiben. Und dort glücklich werden. Weltreligion, da bin ich dagegen. Wir wollen ja nicht unglücklich werden, noch unglücklicher werden, als wir es eh schon sind. Louvre von Theodora vollendet. Wir sind erst wieder im Hintertreffen. Weltkriegsinfanterien. Attila hat Ramses den Krieg erklärt. Wir müssen Rom und Persien weiter beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Mit Krieg? Machen wir. Hatten die mir nicht mal unseren, ja, Aufklärer hier hingeschickt? Weltreligion Buddhismus ist gescheitert. Na, immerhin. Handel, Krieg gegen Rom funktioniert auf gar keinen Fall. Aber Caesar, Augustus, hast du schon mal einen Krieg gegen Persien nachgedacht für 2 Gold pro Runde und 2 Pferde? Ja, klar. Gut. Frachter. Richtung Setia für 5 Wissenschaft mal wieder. Ja, lieber nach Rom. Und plus 17, plus 15, plus 6 Wissenschaft. Ja, auch Tarsus. Es dauert ja bestimmt noch, was weiß ich, 60 Runden, bis wir hier irgendwann mal Land sehen mit unseren Einheiten, ein bisschen, um überhaupt in den Krieg gehen zu können. Mit dem, was wir aktuell haben, können wir nichts gewinnen. Und eine gefüllte Staatskasse ist auch wichtig, die jetzt parat zu haben. Mit Antwerpen haben wir auch guten Partner, mit Panama-Stadt, die jetzt auch gegen Persien im Krieg sind, sind wir zufrieden. Belgrad könnt ihr unten unterstützen. Ah, ist auch mit Rom, sehr gut. Belgrad wird Makassar einnehmen, hoffe ich doch, die keinerlei Verteidigungswerte mehr haben. Wir bauen die Straße hier weiter. Wollen auf die Hügel, denn dort gibt es keine Fortbewegungskosten. Bauen noch mehr Fregatten, bringen Fregatten was. Ich glaube, eine Artillerie, noch eine Artillerie bringt was, aber bei mir noch nicht mal eine Kaserne am Start. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man ein Kolosseum bauen für plus 2 globale Zufriedenheit bei einer kleinen Stadt außerhalb. Haben da alle was davon. Zwei Runden, bis die Militärakademie in Sevilla fertig ist. Um dann weiter Zeug bauen zu können. Wir könnten gegebenenfalls doch nochmal so eine Handelspostenoffensive starten und übers Gold gehen. Ne? Und dann übers Gold einfach jede Runde Einheiten kaufen, wenn überall die Militärakademien fertig sind. Achso, gar keine Straße gebaut. Und ist wichtig jetzt, Persepolis. Wir werden unsere City weiter füttern. Und haben die erste Artillerie, die fertig ist. Und hier auf offenem Geländefeld höchstwahrscheinlich besser aufgehoben ist. Egonson City, kann das Brandenburg... Nee, 33 Runden. In 33 Runden haben wir wie viele Artillerien gebaut? 3. Gar nicht mal so viel. Schütze. Auch gar nicht mal so viel. Aber wir brauchen trotzdem mal einen. Aber das wäre halt arschcool, wenn wir eine Artillerie hätten, die aus Egonson City rauskommt, um dann direkt bereit zu sein, Verteidigung gegen Städte und, also gegen Fernangriffe und Städte halt, ne? Das können wir mit dem großen Ingenieur. 270 Runden. Bringt nicht viel. Produktionsfokus. Bleiben wir jetzt dabei erstmal. Nächste Runde.
Die müssen auch nur ein bisschen Erfahrung sammeln, dann sind sie gegen Städte schon wieder viel besser. Und wenn es zum Krieg kommen sollte, dann müssen wir ja auch erstmal warten. Aber hier ist man zum Beispiel schon ein Feld, von dem aus wir Susa angreifen können und im Dschungel stehen. Und das wäre ja hier auch der Fall. Wir können Susa mit 8 Artillerien umstellen, die alle im Dschungel stehen. Da musst du auch erstmal 8 Flieger hinschicken. Und dann mit einer schnellen Einheit rein. Stadt nehmen, weitermachen. In Stellung gehen und dann warten. So, machen wir's. Wir bauen einfach noch mehr Artillerie. Artillerie. Können wir auch die Armbrustschützen zur Artillerie verbessern? Ich glaube nicht. Aber zur Gatling-Kanone in 2 Runden. Und ein bisschen Kohle auf der Karte. Können Fabriken bauen. Fabrik wäre auch gut. Werkstätten. Wäre auch gut. Wäre wieder alles gut. Aber man kann nicht alles haben, was man gerne möchte. Wir haben zum Beispiel, ich bin schon überglücklich, dass wir überhaupt 18 Goldbrone. Wie sieht's denn aus? Ich lehne mal ab. Dann sind wir noch bei plus 3 Zufriedenheit. Das ist okay. Schütze, Schütze. Technologie Dünger gestohlen. Wehe, das war Persien. Wehe, Persien kommt jetzt hier mit sonst was für Artillerien um die Ecke. Ich habe noch keine Artillerie gesehen bei Persien. Aber andererseits habe ich schon lange keine Einheiten mehr von Persien gesehen. Wer klaut denn bei mir Dünger? Wer hat denn bei mir bitte Spione am Start? Kann doch nur Persien sein. Aber nee, ist wissenschaftlich doch so weit vorne. Die klauen doch nichts bei mir. Weißt du was? Wir bewegen das in die nächstgrößere Stadt von Persien. Susa. So sieht es nämlich aus. Minus 13 Zufriedenheit? Okay, lass mich raten. Wir haben Zürich verloren. Und die beiden Luxusressourcen, die wir für teuer Geld eingekauft haben, waren auch wichtig zu haben. Aber Goldgeschenke an Zürich sind aktuell viel wert. Von daher machen wir das direkt doch mal, bevor wir Aufständische mit Persien zusammenarbeiten. Ja. Wie gesagt, 45 Runden zusammenarbeiten. Wir werden für die ganze Armee, die wir hier aufbauen wollen, noch so viel länger brauchen, dass wir das machen. Wir können Politik einführen. Und da nehmen wir die Zufriedenheit. Nur noch minus 3. Dann schleimen wir uns bei Zürich ein. Wir brauchen nur 2 Einfluss. Mit 15 Gold auf unserer Seite. Aber andererseits ist es aktuell noch 12 Runden. Und wir sind. Wir haben 5 Einfluss verschenkt. Aber 1000 Gold jetzt auszugeben, ist ja auch blöd. Minus 0,75 pro Runde. Und wir haben. Und wir brauchen. Wir nehmen die Hälfte des sowas. Andererseits, 1000, guck mal, 4, 3, 60, 15 mehr. Wir kriegen 250 geschenkt. Und Zürich ist so ein wichtiger Handelspartner für uns. Essentiell, 1000 Gold. Sagt, was ihr wollt. Ich halte es für eine okay Investition. Was wir uns hätten sparen können, waren die 250 am Anfang. Mit Persien. Stimmt. Rom und Persien sind sicher Spinnefeind.
Militärakademien und dann weiter. Immer weiter mit den Artillerien. Um dann nach Susa reinzureiten und zu nehmen, was uns gehört. Zack, 4 Zufriedenheit. Gut gehandelt. Was gibt's denn noch? Ja, die beiden, ja, ist, wenn er uns günstigen Preis macht. Dann kaufen wir auch. Nun. Okay. Neun Goldbrunnen ist es mir wert, weiter zufrieden zu bleiben. Caesar hat Frieden mit Samarkand geschlossen. Heißt das, wir sind nicht mehr im Krieg oder was? Ich bin mit allen freundlich, alle mögen mich. Das ist insofern gut, als dass wir jetzt nicht fürchten müssen, von irgendjemand überraschenderweise angegriffen zu werden. Nee, von irgendjemand doch überraschenderweise angegriffen zu werden. Wenn wir jetzt angegriffen werden würden, dann wäre es überraschend. Aber wenn wir alle im Dschungel stehen, dann nehme ich doch hier um X-armes Gelände. Und plus 33 Verteidigung gegen Fernangriffe. Plus 50 gegen Verstandseinheiten und Städte. Ich möchte euch lieber behalten. Ich meine, lieber zweimal auf die Städte schießen können. Der Kakao gehört uns. Don't mind if I do. Es reicht mir. Ich kaufe mir jetzt einen Bauarbeiter. Ich kaufe mir jetzt einen Bautrupp für 420 Gold. Was wollt ihr machen? Haben wir hier oben schon... Haben wir schon alle Fische gefischt? Ja, gibt nämlich kaum welche. Die Wale sind schon abgefischt. Barcelona, wie wär's mit noch mehr Artillerie? Finde ich eine gute Möglichkeit, noch mehr zu machen. Wir holen uns den Kakao. Und in Ingolstadt City bauen wir ganz viele Handelsposten in den Dschungel rein. Oh yeah. Poco offero, a te considerandum. Offene Grenzen immer. Außerdem hätte ich hier gerne noch eine Straße, um das so ein bisschen abzukürzen, um nicht durch die Stadt durchzumüssen, wenn es denn dann hart auf hart käme. Ja. Das kann dann ja unsere neue Einheit machen. Du hier. Ja. Weideland errichten. Artillerie. Bekommt nur eine Beförderung. Nun gut, und Susa hat sich da aber reingeschmuggelt, sag mal. Ja, wenigstens haben sie hier keine Stadt gegründet. Hätten sie das? Theoretisch ginge das sogar, ne? Schauen wir mal. Missionar kann gekauft werden, aber ich nehme lieber nochmal den großen Propheten. Burg wäre auch nicht verkehrt, aber bringt auch nichts mehr. Jetzt mal die... Ja, bauen wir eine Waffenkammer. Bringt auch nichts mehr, jetzt wo wir die Artillerie schon haben. Antwerpen war auch gut zu haben auf unserer Seite. Die haben, sind mit niemandem verbündet, brauchen 60 Einfluss. Sind mit ganz vielen Leuten im Krieg. Perlen, Porzellan haben wir beides schon, ne? Perlen, Porzellan auf jeden Fall. Perlen noch nicht. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Das Gold geben wir lieber für Einheiten aus. Architektur wird erforscht. Schon lange nicht mehr reingeguckt, ne? Markt. Nee, mit der Militärakademie können wir eine Artillerie bauen. Und in Salamanca haben wir eine Bibliothek gebaut. Und werden das mit einem Hafen noch verbessern. Denn da bekommen wir auch Zufriedenheit. Die Straße bitte. Und hier stehst du gut, wenn du mich fragst. Plantage für Kakao. Und Bananen sind für die Katze.
Wir haben die Straße fertig und wir bauen noch eine nach Madrid. Die können zwar auch von Passing genutzt werden, aber wenn wir Susa eingenommen haben, 91 Verteidigungswert. Eagleson City hat 51. Passagarde ist gerade auf 102 gesprungen. Persepolis 111. Hartes Stück Arbeit wird das. Ist die Straße fertig? Ja, man sieht sie nur nicht, weil sie so flach ist. Kohle. Oha. Oha, oha. Ja gut, dass wir eine Stadt gegründet haben. Wie sieht es denn aus sonst mit Kohle? Habe ich gar nichts mitbekommen. Was haben wir denn hier Feines? Ich sehe keine. Ja, sehr gut. Sehr gut. Bisschen Kohle werden wir brauchen können. Für die Verbesserung unserer Schiffe zum Beispiel. Wenn wir irgendwann mal unsere Schiffe verbessern können. Schütze. Einer befördern. Unwegsames Gelände. Und heilen. Dann stellst du dich einfach hier irgendwo hinzu und heilst alles. 16 Runden. Für eine Mine. Man kennt's. Aber um Geld zu sparen, geht ihr nach Barcelona und nach Madrid. Weil sich jetzt schon aufzustellen, ist dann auch ein bisschen Banane. Ja, gut, dass wir das Brandenburger Tor überhaupt nicht erst probiert haben. Artillerie. Warum stehst du hier? So weit weg von Susa? Geh auch nach Madrid. Sechs Pelze, sieben Silber. Wir kommen gleich nochmal. Wir haben noch sechs Zufriedenheit. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt agieren. Aber dass er sich hier so reinschmuggelt, ist echt belastend. Handelsposten. Ab auf die Hügel mit dir. Cordoba kann auch zum Schützen upgraden. Können wir dies upgraden? Ja klar, zur Gatling-Kanone. Und das war's dann auch wieder mit dem Geld. Dann haben wir doch hier zwei Schützen. Dann können wir hier noch einen gebrauchen. Zu dem du dich gesellst. Wir arbeiten mit niemandem mehr zusammen erstmal. Wir machen gar keine Handelsbeziehung mit ihr. Das sind nur wieder alle böse, wenn wir mit ihr zusammenkommen. Das Meeresrauschen ist schon beruhigend. Architektur. Als nächstes Wissenschaftstheorie. Bevor wir zur Dampfmaschine und dann zur Luftfahrt gelangen und mit unseren drei Deckern, die wir mit Öl befeuern, von denen wir nichts wissen. Deshalb Wissenschaftstheorie ist schon gut. Aber dann hätte ich auch gerne die Biologie und dann erst die Luftfahrt. Das Panzerschiff. Ist okay, schnellere Fortbewegung zu Wasser ist jetzt nicht die Welt, aber über Biologie mit dem zusätzlichen Handelsweg und Öl, von dem wir dann hoffentlich was haben, fände schon gut. Toledo baut noch einen Leuchtturm, der Zufriedenheit bringt und dasselbe gilt für Santiago. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob der Straßenbau hier the way to go ist. Ein persischer Ingenieur, der zarathustrisch ist, warum auch immer das relevant sei. Und wir positionieren unsere Einheit natürlich in Städten, denn da kosten sie kein Geld. Soweit uns das möglich ist. Wir entdecken auch noch den... So viele Wüstenschafe. Was trinken die denn den ganzen Tag?
Wasser kann es doch nicht sein. Wüstensaft. Wir und schnappt immer Zürich weg und unsere ganze Investition ist für die Katz. Nächste Runde. Es ist, glaube ich, wäre schon sinnvoller, wenn wir erst die Straße. Weltkriegsinfanterie, ich komme ja in der Strafklasse, Weltkriegsinfanterie hat mir schreiben, das heißt 1767, ja gut. Wäre sinnvoller, wenn wir die Straße auf unserer Seite zuerst bauen. Die dann hierhin führt. Oder hier lieber. Die beiden dann, ja. Karawane. Speer. Ein Weltkriegsinfanterist. Der wird doch nicht. Nee, automatischer Kauf mit Glauben. Großer Prophet. Hallo. Du kannst gar nicht mehr die Religion verbessern. Dann. Was kann denn unsere Religion nochmal? Sag mal. Kultur durch Dschungel in den Fällen. Globale Zufriedenheit für je zwei Städte mit dieser Religion. Und höhere Wachstumsrate der Städte in Friedenszeiten. Ja, dann bringt es ja schon was, wenn wir uns weiter verbreiten. Passagate. Gordium. Oder aber unsere eigenen, natürlich. Unsere eigenen, natürlich. Ja. Ab nach New Egonson mit dir. Schrein ist fertig. Wie wär's mit einem Leuchtturm? Für Zufriedenheit ein Fisch. Offene Grenzen, da sagen manche Nein zu. Sondern ja. Wir haben hier weiter im Blick, was hier so geht. Bevor wir damit unserer ganzen Artillerie Susa einnehmen. Dann schließen wir Frieden, sammeln unsere Kräfte, schicken Rom nochmal hier rüber und dann können wir über Passagade reden oder gleich Persepolis. Der Persepolis ist sogar besser. Da erholt er sich nicht mehr so schnell davon. Und dann geht was. Ah, hier wieder vergessen zu gucken, was der Spion sagt. Das will ich ja schon wissen. Darius baut das Wunder Broadway. Wissenschaft kann er, ne? Dafür, dass wir im Produktionsfokus sind, ist das hier echt ein Trauerspiel. Andererseits, wir haben ja nie groß Minen gebaut oder so. Nur dort, wo es unbedingt nötig ist. New Egonson ist größer geworden. Wohin denn? Das hier ist mehr so ein Ausflugsziel, als dass es einen strategischen Nutzen hat. Und wir können euch alle upgraden. Sieht auf dem Papier besser aus, dann hat jeder Angst. Ist auch die Frage, ob wir euch alle dann vielleicht rüberholen wollen. Auf die spannende Seite der Welt. Oh, Straße ist echt schon fertig. Gut. Gegen Landeinheiten doppelt. Das können wir gebrauchen in 6 Runden. Und auch das. Boah, wie viel kostet das? 320 Gold. Uiuiui. Genau, hier gehe ich nicht von aus, dass was passiert. Das heißt, mit dem Lancier. Komm mal auch mit rüber. 11 Runden. Dann haben wir mit dem Konquistadoren, den wir zur Kavallerie upgraden können. Wenn wir denn da mal das Geld haben. Und den Armbrustschützen auch. Weißt du was? Das machen wir. Wir holen euch alle rüber. Jetzt schon. Du willst nach Sevilla. Du willst hier landen. Und
Den Armbrustschützen holen wir auch rüber. Den aktualisieren wir dann, upgraden wir, wenn er hier ist. Dann haben wir noch eine Gatling-Kanone und einen Konquistadoren, den wir noch zur Kavallerie upgraden können, um diesen kompletten Kontinent zu verteidigen. Ich wüsste nicht, was da schief gehen könnte. Wir bauen ein Kolosseum in New Egonson. Und ich hoffe, wir haben schon einen Leuchtturm gebaut. Die Zeit, Kinders, die Zeit! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächste Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann. Na, erstmal warten, bis die Runde hier fertig gespielt ist. Offiziell. Euer Egonson. Ciao.